In der letzten Folge gab's Klatsche auf den Hintern. Das stimmt. Die letzte Folge schon wieder so lange her. Das ist diesmal nicht mal richtig. Die ist weniger als 7 Tage her, glaube ich. Nee. Scheiße. Nee. Echt nicht? Haben wir nicht kurz vor... Nee, da war Weihnachten zwischen. Aber wir haben doch kurz vor Weihnachten gespielt, oder? Jo, wir haben genau vor einer Woche gespielt. Oh, stimmt. Am 22. Aber sowas von. Kleinen Stricher. Kaban, ich fühlte es halt viel länger her. Ich habe Sinn löschen lassen. Was? Das war schon davor. Oh, das war davor, das meine. Weiter vor. Stimmt. Du hast absolut recht. Jetzt lass mich überlegen. Jetzt bin sogar gerade ich völlig raus. Die Bones wurden zerballert. Stimmt. Ah, ja, genau. Die Bones wurden zernichtet. Von den Chinchillas. Genau, von den Chinchillas. Dann gab's Ärger, da hatte Kaban Ärger mit... Siehste, das hätten wir gerade fragen sollen. Hätte er das als richtiger Fan gewusst, hätten wir direkt gesagt, so zack, yo, läuft. Hey, wir haben letzte Woche was gespielt, was vielleicht in 6 nein, Wochen... Nein, wir haben das ja vor 2 Jahren quasi mal irgendwann gespielt mit den Chinchillas. Ja, aber das wissen wir ja noch nicht so. Das wissen wir ja, also wir wissen ja nicht, wie die heißen. Hätte er das aber gewusst, wie die heißen. Dann, ja, das kann er ja gar nicht wissen, weil wir gestern, letzte Woche erst einen Namen festgelegt haben. Wir hätten es ja umschreiben können. Es hätte aber sein können, dass es damals schon einen Namen gab. Wir waren nur alle zu faul, uns die Aufnahmen nochmal anzuhören. Jo, das wäre auch für den Spielabend sehr förderlich gewesen. Da wäre ich halt, darauf wollte ich hinaus, hätte er das gewusst, wie sie richtig hießen lassen, in der ersten Episode. Dann hätten wir auf jeden Fall gesagt, verpiss dich, du fucking Nerd, das ist ja creepy as fuck. Ja, aber... Junge, das sind irgendwie, keine Ahnung, über 300 Stunden Scheiße. Wurstikus. Auf jeden Fall ging es darum, dass er dann Stress mit Mischa hatte. Genau, mit Mischa. Dass Mischa und Kaban waren irgendwie da unterwegs, haben festgestellt, dass die Bones geschlachtet worden sind und dass die Chinchilla-Viecher dabei waren. Und dann gab es Stress mit Mischa und dann haben wir versucht, die Zusammenhänge herzustellen zwischen diesem Ereignis und dem Ereignis, wo wir sie das erste Mal gesehen haben. Das ist uns nur sehr leidlich gelungen. Dann haben wir Informationen in die Hände gespielt bekommen von dem Aztec-Guy. Es war eine verschlüsselte Nachricht. Kaban hat den Code geknackt quasi. Und dann haben wir da rausgekriegt, so über Umwege, dass die Cons in Moskau wohl gerade dabei sind, ihre Reihen von der Wori zu befreien. Oder da am Ausmisten sind. Das waren Dateien, die, ich glaube, Evo ursprünglich von Horizon gekauft hatte. Ich glaube, Aztec sortiert unabhängig davon aus und noch irgendwer machte da auch was. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Neonet, glaube ich. Und da kam zumindest die Vermutung auf, zumindest bei Jojo, dass vielleicht auch die Wori, quasi Goas Wori, hinter dieser ganzen Geschichte mit den Bones steht. Also dass zumindest eine Möglichkeit wäre, weil die auch durch ihre Connections zu Evo, von der ja die Critter sind, vielleicht zumindest das Geld hätten und möglicherweise auch Connections, um an die Biester ranzukommen. Wir hatten das Kalifat quasi auf diese ganze Sache auch nochmal angesetzt, um rauszufinden, von wem die Viecher sind. Wir hatten bis jetzt noch keine Informationen bekommen. Und habe ich irgendwas vergessen? Nee, wir sind dann am Ende noch einen Monat gesprungen und innerhalb dieses Monats haben wir ja Jay nochmal eine Probe werfen lassen und innerhalb dieses Monats hat Kaban sich mal richtig am Riemen gerissen, das muss er jetzt weniger. Und er steht eher kurz bevor, in den Kreis der Unholde aufgenommen zu werden. Viel Spaß und bleib geil. Ja. Und zwar verhält es sich dergestalt, als dass erstens du mal, wie heißt diese Konzernwissensfähigkeit, die du hast? Konzernpolitik. Ist das direkt oder indirekt spezialisiert?
Hä? Ist das in Klammern und plus 2 oder ist das... Das sind Klammern und plus 2, glaube ich. Dann kannst du das mal ohne Spezialisierung schmeißen. Mit ja, da muss ich jetzt tatsächlich mal das Ding aufmachen. Ach so, du musst für diesen Spielabend deinen Charakterbogen aufmachen. Ja, normalerweise weiß ich die Sachen auswendig, aber in diesem Fall... Ich weiß genau, wie stark mein Charakter ist. Der ist so groß und so breit und außerdem hat er 3 Schwerter. Ja, ja. Das ist jetzt zu speziell. Oh, warte mal, ich müsste vielleicht noch mal das Würfeltool anmachen. Was siehst du? 2 Erfolge. Okay. Es ist August. Okay, sehr gut. Eigentlich ist er an der Uni, zu anderen Zeiten sind da die Headhunter unterwegs. Aber Aztec hat schon ein paar Leute abgegriffen in Führungspositionen, was so ein bisschen die Medien gebracht haben, was das für tolle Leute sind. So wie diese, das hast du bestimmt nicht mitbekommen. Olympia Amerika Werbung. Da wird ja die Lebensgeschichte der Sportler erzählt und die werden in einem wunderschönen Licht dargestellt und was das für geile Bros sind. Und dann solltest du dich emotional gebunden fühlen, damit du bei ihren tollen Leistungen dann sagen kannst, das ist so toll, dass er es schafft, er hat es so schwer, bla. Sowas in der Richtung machen die auch. Und was für krasse, geile Dudes das hier sind. Haben sie 3 sich geholt, zu einer sehr untypischen Zeit. Und auch welche, die nicht mal die allerbesten, der Besten sind. Aber dafür auf Positionen, die etwas besser sind. Des Weiteren musste Evo leider verkünden. Auch die suchen Jobs für zum Teil eher exekerische Positionen oder Unterentscheiderpositionen, weil ein paar Leute leider suizidal unterwegs waren. Das waren natürlich alles Leute, die von Aztec zu denen rübergekommen sind oder von anderen Firmen und die einfach vorher schon so vorbelastet waren, dass selbst das herzliche und tolerante sowie wertschätzende Umfeld Evos ihnen nicht mehr helfen konnte. Das ist aber tragisch. Ist es tatsächlich. Butterblume selbst hat geweint. Nein. Des Weiteren erhältst du eine Nachricht vom Kalifen, dass er bereit ist und sich mit dir in der Brennerei treffen würde. Okay, in welchem Abstand kriege ich die Infos mit den Execs und die innerhalb dieses Monats. Gut, sobald ich das raus habe mit den Leuten an der Uni, werde ich das nochmal Vlad verkünden als Untermauerung meiner These. Weil er sagte, das wird ja alles noch dauern und das sei ja nicht akut. Zur Kenntnis genommen, aber kein hinreichender Beweis. Ist ja okay. Und dann geht sie zum trifft, sagt sie ihm irgendwie nächster Abend oder wie auch immer und trifft sich dann mit ihm. Gut. Er wird dir kurz vermerken, dass er es ihm leid tut, aber er hat heute doch keine Zeit, aber nächstes Mal würde er dich einfach im fucking Darts platt machen und schiebt dir dann irgendwie den Credstick und den Datenchip runter. Hä? Ne, der trifft sich mit dir, vertröstet sich dann, es tut mir leid, dass mir was dazwischen gekommen. Nächstes Mal Dart, Alter, da zieh ich dich ab. Und dann, während er geht, kriegst du den Credstick. Credstick? Nein, Datenchip. Okay. Ja, dann gucke ich mir mal an, was da drauf ist. Jo. Also ich habe das in Sätzen ausformuliert. Jetzt sind die halt leider nur so, dass ich wieder keinen Bock habe, die vorzulesen und du ja noch nicht verstehst. Deswegen werde ich es teilweise zusammenfassen und teilweise noch vorlesen. Es handelt sich um ein interaktives Programm. Du kannst dir das folgendermaßen vorstellen. Du hast, wie heißt denn das? Diese Dinger. Wie früher in der Schule, diese Karten, diese Riesenkarten in den Kartenständern. Kartenständer ist gut. Die konnte man ja so runterrollen. Davon ganz viele in einem virtuellen Raum, den du natürlich nicht betreten musst, heißt, du musst nicht vorher gehen. Dann eine wunderschöne Schrift, und zwar
Sie haben für 4000 Yen beim Kalifat eingekauft. Wir danken für Ihre Unterstützung und möchten uns für die Verspätung und entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Das ist der kleine Muck. Er wird Sie bei Ihrer Entdeckung begleiten. Dann hast du da so einen zwergischen Wurzelpeter, der halt aussieht wie der kleine Muck und immer wieder mal in die Luft springt und mit seinen, wie heißen diese Perserschuhe, mit seinen spitz zulaufenden Perserschuhen aneinander schlägt. Und das ist Esmeralda. Sie erscheint immer dann, wenn sie hilfreiche Bonusinformationen erwerben können. Dazu hast du dann so eine waberige Bauchtanzgestalt, die immer wunderbar mit ihren Wimpern klimpert, wobei es jedes Mal einen Glockenhörnenton gibt. Dann tritt dieser kleine Muck vor. Schick mich zu einem Themenfeld und ich werde dir eine tolle Geschichte erzählen. Und dann erscheinen quasi auf diesen Runterlassdingern folgende Themen. Jojo ist schon jetzt genervt. Geil, das wollte ich nämlich. Ankauf des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla. Zweitens, Verbleib des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla bis zum Einsatz am... Da müsst ihr jetzt das Datum rein, das ich aber jetzt vergessen habe und auch keinen Bock hatte nachzugucken. Ja, Jojo guckt sich das jetzt an. Drittens, Einsatz des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla. Viertens, Verbleib des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla nach dem Einsatz am Datum. Fünftens, mögliche Auftraggeber. Wo willst du denn anfangen? Am Anfang. Am Anfang, hier wird. Also, wie gesagt, die Sätze sind mir jetzt auch zu kompliziert. 23.06. diesen Jahres, bei so einer Kundenberaterin, deren Namen sie haben, nämlich Ludmila Smelkalov von Petrovsky Security, das ist eine Evo-Tochter, gab es eine Bestellung von 15 Tieren plus halt dem Fraß, den die da kriegen und der Fraßanlage. So, nach 2 Tagen war der Vertrag insofern abgearbeitet, als dass das Zeug versandfertig war und an den Kunden Outstanding Clothing beziehungsweise die spezifische Geschäftsstelle in Odessa hier auch rübergeschickt werden konnte. Kam dort nicht an. Gibt auch keine Hinweise drauf, dass jemals das irgendwie aus Russland raus ist, diese Lieferung. Die Bestellung wurde auch dort getätigt, aber danach gab es vielleicht eine kleine Veränderung des Protokolls, sodass heute nicht mehr so zu sehen ist, dass es diese Bestellung gab. Man hält es für unwahrscheinlich, dass dieser Textilproduzent solche Viecher dort irgendwie als Verteidigung einsetzt, weil das passt halt nicht und so. Dann wird quasi der kleine Muck dir nur, du hast dann immer noch Auswahlmöglichkeiten wie: drücke auf meinen Arm, um mehr über Ludmila Smelkalov zu erfahren. Oder kitzle meinen Fuß, um mehr über Outstanding Clothing zu erfahren. Oder, yes. Bitte? Das wären Informationen, die sie erstmal später abrufen würde, wenn die, sie will jetzt erstmal dem roten Faden folgen, um die wichtigen Informationen zuerst zu haben. Also solche Detailinformationen holt sie sich später. Das passt mir insofern, als dass diese Detailinformationen von mir nicht ausgearbeitet wurden. Also, du hast dann natürlich auch weiterhin diese Esmeralda auftauchen. Ich kann dir gern eine genaue Abhandlung über den aktuellen Rechtsstreit geben, der sich auf die Züchtung der angesprochenen Kritter bzw. Einsatz bezieht und derzeit vor dem internationalen Konzerngerichtshof ausgetragen wird. 500 Nuyen! Oder eine genaue Abbildung über fragwürdige Transferleistungen bei Outstanding Clothing, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla stehen. 800 Nuyen! Auch darauf kommt sie erst später vielleicht mal zu, wobei das echt teuer ist, aber gut. Ich sag mal, du bekommst das, was du für 4000 bekommen hast und dann, ich sag mal, mehr ist halt immer. Nee, das ist ja auch okay, aber das sind halt alles Sachen, da guckt sie, sie will jetzt erstmal die, deswegen, weswegen wir da hin sind oder deswegen sie da angefragt hat, das will sie jetzt erstmal wissen. Ja, ich wollte dir nur klar machen, dass dir A, fast werbemäßig immer wieder Sachen noch vorgeschlagen werden und dass es B, gut nervig ist. Also, danach im zweiten Abschnitt. Sie haben aus Krankenakten rekonstruiert von öffentlichen Einrichtungen vor allen Dingen, wo halt Leute eingeliefert wurden, die plötzlich hart gechillt haben. Ne? Die haben daraus eine Art Route und Karte mit Daten, also zeitlichen Daten, gemacht. Aber natürlich können sie aus den Daten nicht hundertprozentig sicher sein, dass man dort lang ist. Es scheint aber in sich einigermaßen kohärent. Geht von in die Stadt rein von Ostschofrino
und dann in die Mitte Donskois und dann in Süden Donskois. Dann da immer wieder ein bisschen die Orte gewechselt. Und genau. So. In der ermittelten Zeit bewegten sich außerdem drei bekannte Kriminelle dort mit um diese Aufenthaltsorte herum. Und drei, und die haben auch vorher, so drei Tage vorher, sagen wir mal, Kopfhörer mit mittelmäßigen selektiven Geräuschfiltern erworben. Dabei handelt es sich um Fresh, Deckerin, Sapiens, Sapiens, Limburger, Street Sam, Sapiens, Robustus und Darkwing, Street Sam, Sapiens, Sapiens. Die sind alle in der Brennerei, sag ich mal, mehr oder weniger bekannt und oder registriert. Und es gibt wohl keinen Grund, warum die nicht zusammenarbeiten sollten. Klicke auf meine Nase, um die Krankenakten einzusehen. Streichle meine Wange, um die Route einzusehen. So. Dann. An dem Tag, der ja, wie gesagt, sich meiner Kenntnis entzieht. Man weiß nicht, wie die Viecher reingebracht wurden. Später wohl nicht so krass die Rolle nach. 10 Minuten später wurden 4 Drohnen abgeschossen durch die Matrix. 2 Zivildrohnen in der Nähe und 2, die wohl zum Club zugeordnet werden können. Danach haben sie den Tathergang rekonstruiert in einer Art Modell, aber nur mit den Daten, die halt da am Tatort waren, von wegen Fußspuren und so ein Shit und Blutspritzer und so ein Kack. Scheint mit so einem Programm gemacht worden zu sein, was man auch wohl in der Forensik benutzt, was gar nicht so schlecht ist. Dafür musst du übrigens den kleinen Muck ins Ohrläppchen zwicken, um dir das anzugucken. So, ich kann dir gerne eine Auflistung aller Personen geben, die sich in den letzten 2 Monaten am Tatort befanden. Diese Liste wird anhand genetischer Spuren unter Nutzung der internationalen SIN-Registratur erstellt. Auftraggeber. Dies kann allerdings eine Woche in Anspruch nehmen. 1000 Yen. Warte mal, wir sind doch noch ja nicht da. Wir sind doch erst beim Verbleib danach. Ja, dort. Ah nee, nicht alle. Also, ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. 3 der 15 Tiere wurden dort einige wenige Tage später erschossen. 1 starb den Hungertod. 11 der Tiere wurden vermutlich an Ilda und Marisha verkauft. Zumindest wurde dies versucht, höchstwahrscheinlich. Die haben Wahrscheinlichkeiten dafür angegeben, und zwar für den Versuch eines Verkaufs 90% und der Abschluss eines solchen Geschäfts 72%. Zieh meinen Finger, um mehr über Ilda und Marisha zu erfahren. Dabei kichert der kleine Muck, weil du weißt ja. So, jetzt kommen wir erst zu einem Auftraggeber, meine Liebe. Alles klar. Sie haben das versucht, damit zu machen, wer ein möglicher Feind des Motorradclubs ist oder wer vom Ableben profitiert, plus Daten über die möglichen Schieber, mit denen die drei bekannten Kriminellen sonst so zusammenarbeiten. Also, die Wori von Yegor, die Wori von Florina und Demian sind die wahrscheinlichsten. Legt mir einen Namen in den Mund, um mehr über die einzelnen Möglichkeiten zu fahren, Alter. Ich war völlig raus. So, Wori von Yegor hat Mittel und Kontakte auch nach Odessa. Easy, die kriegen das übel einfach. Einsatz von Runnern, nicht untypisch. Sowohl Fresh als auch Darkwing haben wohl mindestens einmal für die gearbeitet. Und gerade die Viecher sind so generell in der Handlungsweise von dem, was man von Yegor kennt, drin. Mögliche Gründe für die Tat bleiben aber im Unklaren, beziehungsweise sind hochspekulatius-tief. Wori von Florina hat möglicherweise die Ressourcen, um die Tiere zu beschaffen, aber mit Umstand verbunden. Der Einsatz von Runnern ist nicht ungewöhnlich für die, aber solche Kritter zu benutzen schon. Limburger hat in der Vergangenheit in 3 dokumentierten Fällen für die gearbeitet und unterhält freundschaftliche Kontakte zu mindestens einem dieser vor. Wenn die Bones wegfallen und sich damit der Raum Donskoi Mitte ein bisschen destabilisiert, würde das Florina wohl schon passen. Vor allem, weil Yegor dann wieder ein bisschen Ressourcen verschwenden müsste, um dort für Ordnung zu sorgen. Und es ist noch angemerkt, dass die Möglichkeit besteht, natürlich Verbündete Yegors durch Framing misstrauisch oder feindselig gegenüber ihm werden zu lassen. Verstehst du? Damian bezieht irgendwie so circa 15% von seinem Einkommen aus dem Handel mit Krittern. Und an die ranzukommen, wäre wohl echt möglich, sag ich mal. Runner benutzt er gerne, aber die spezifische Auswahl dieser 3 Leute scheint nicht zu ihm zu passen.
Aber er hat in den letzten 4 Monaten mehrere dauerhafte Einigungen und Geschäfte mit den Bones aufgehoben. Und man vermutet hier, dass die scheinbar auf Dauer ausgelegte Zusammenarbeit der Gang Falcons und der Bones Demian dazu bewegt haben könnte, präventiv gegen eine Assimilierung der Bones durch die oben genannte Gang vorzugehen. Verstehst du? Ich würde mich freuen, dir die vollständige Liste mit 23 Kandidaten übergeben zu können. Es handelt sich um 8 Gruppierungen und 15 Einzelpersonen. 900 Nuyen. Sinnlos. Was bist du denn so? Wie denn? So unfreundlich, die will nur, dass du ein gutes Geschäft machst, die Esmeralda. Ich weiß. Cute. Die Info teilt sie jetzt mal mit, oder teilt sie da auch mal mit Kaban, so ist es nicht. Ich sag mal, den Stick kannst du halt nicht kopieren, du musst ihm das dann direkt geben, dann kann er sich den Stick auch quasi laden. Ja. Ich streiche mal seine Wange. Scheiße, was war denn das? Genau, das hab ich auch gerade gedacht. Es ist, um die Route einzusehen, ja, wie gesagt, Ost-Chofrino nach Süd-Donskoi, über Mitte-Donskoi. Die Jungs haben einen ziemlich in der Waffe, aber es funktioniert, das ist schon mal cool. Leider sind wir jetzt nicht viel schlauer als vorher. Das ist richtig, außer dass Demian vielleicht noch ins Fadenkreuz kommt, aber ich... Ich meine, den könnte ich auch direkt fragen, aber wir haben uns ja nie schlau gemacht. Allerdings glaube ich fast nicht, dass der was damit zu tun hat. Also ich meine, es wäre möglich, aber... Möglich ist alles. So verquerdenken, wie manchmal was passiert, kann man gar nicht. Ja. Aber... Die Frage ist... Das muss ich aber besprechen. Ob wir mal mit den Leuten direkt reden. Die werden uns aber wahrscheinlich ihre Auftraggeber nicht nennen. Naja, ich habe ja schon angestellt, dass ich mit Trash vielleicht mal reden kann, aber... Wie gut das ausläuft, keine Ahnung. Achso, die hat sich natürlich innerhalb dieses Monats bei dir gemeldet, dass sie gerade noch ein bisschen Ärger an der Backe hat und erstmal noch ein bisschen wartet, bevor sie wieder was macht. Kann ich verstehen, dass die Angst hat. Das Problem ist, das heißt Problem, Florina wäre sicherlich möglich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum irgendwie. Mein Instinkt sagt mir, dass Yegor was damit zu tun hat. Aber ich weiß es nicht. Aber was hatte, also was, warum soll... Wie auch immer plötzlich in seiner, auf seiner Liste stehen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, zum Spekulieren bin ich nicht tief genug drin. Ich weiß. Also von daher, von meinem persönlichen Empfinden her, würde ich die erstmal von der Liste streichen. Ich würde Demian am liebsten direkt fragen. Ja, und also, was soll das bringen? Wenn er es nicht war, dann wird er sagen, dass es nicht war. Wenn das war, wird er wahrscheinlich auch sagen, war ich nicht, weil wäre kacke für ihn. Das würde ja mehr oder weniger einen offenen Krieg vollziehen. Nein, nicht zwingend.
Nein, nee. Wir haben mit den Bones zusammengearbeitet, aber... Na, Vlad hat schon ein bisschen die Rumpel versprochen. Ja. Das muss ja nicht in Krieg ausarten, aber so ein kleiner Vergeltungsschlag. Na egal, ich muss ihm die Infos auf jeden Fall zugänglich machen. Das ist richtig. Was wird er dann tun? Das werde ich dann sehen. Du kannst ihn aber wohl ein bisschen einschütten. Vermutlich sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Dann die Möglichkeiten abwägen und dann das geringste Übel nehmen. Und dann werde ich damit beschäftigt sein, ihn davon abzuhalten. Oder wir reden halt direkt mit den Runnern. Aber das muss ich mit ihm absprechen. Das allergeringste Übel wäre ja, die Runner auszuschalten. Allerdings ja, als Vergeltung. Das würde gar nichts bringen. Es würde uns auch eine Menge Ärger bereiten. Uns ja, definitiv. Insbesondere in Verbindung mit möglicherweise zukünftigen Arrangements dieser Art. Yep. Unter Berücksichtigung, dass Agatha eigentlich schwer überlegt hat, ob sie Jojo will, weil sie Mitglied in der Gang ist. Genau wegen so einer Kacke. Außerdem ist dann fraglich, ob die überhaupt wissen, mit wem die zusammengearbeitet haben. Das muss auch nicht immer klar sein. Die wenigsten Johnsons geben sich ja zu erkennen als das, was sie sind, außer Horizon. Meistens ist das so. In Verbindung damit, dass Demian eigentlich mit den Leuten bisher nicht gearbeitet hat, das muss auch nicht unbedingt was heißen, aber ich glaube tatsächlich, dass Demian jemand ist, der eher auf der nicht in der, also diese Sache wäre für Demian vermutlich nicht akut genug gewesen, um auf Leute zurückzugreifen, mit denen er sonst nie zusammenarbeitet. Ich schätze ihn auch nicht so ein. Also er hat in letzter Zeit ja immer sehr gut mit uns zusammengearbeitet. Das muss nichts heißen. Das hat ja nichts mit uns zu tun. Es sei denn natürlich, er fürchtet die Machtkonzentration der beiden Motorradclubs in Donskoy so sehr, dass er die Falcons provoziert, sich gegen einen unbezwingbaren Feind zu stürzen und daran letztlich zu zerbrechen. Demian wird ja nicht durch pure Nettigkeit so einen riesen Turf bekommen haben. Wie, welche andere Motorgang, was, wie, wo? Hä? Na, die mehr Zusammenarbeit, da stand ja drin, die mehr Zusammenarbeit von Falcons und Bones könnte ihm vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht haben. Ja, aber Bones war ja gar nicht so mächtig gewesen. Ja, aber das stand ja drin. Der hat Angst davor gehabt, dass die irgendwann runterkommen, die Falcons. Wir haben doch so gut zusammengearbeitet, Freunde. Wir übernehmen jetzt hier den Haufen, da haben wir noch mitten in Donskoy so einen richtigen Batzen an Gebiet. Alter, das wird geil. Fraglich. Wäre möglich, aber ich glaub's nicht. Ich schätze ihn etwas anders ein. Dito.
Jetzt überlegt und hinterhältig, aber... Es könnte sein. Es könnte tatsächlich sein. Aber den Bones ging es in letzter Zeit nicht gut. Und ich sag mal, ein Teil der Zusammenarbeit, die mit uns lief, war... war der Grund, weshalb die überhaupt noch den Kopf über Wasser hatten. Und ich... Ich glaube, das ist zu weit hergeholt. Diese Gefahr bestand einfach nicht. Und das müsste er eigentlich auch wissen. Besteht nicht die Gefahr viel mehr, wenn sie gerade schwach sind, von euch übernommen zu werden? Aber nicht in der jetzigen Situation. Naja, so eine Chaos-Situation ist natürlich gerade gut, um irgendwo einen Fuß reinzukriegen. Ja, aber der... Wir sind A, nicht genug Leute, sowas muss vorbereitet werden. Es sind einfach im Moment gar nicht genug Falcons da, um das zu machen, um das einfach runter nach Donskoy zu gehen. Er ist aber doch nicht blöd. Bevor er so einen Scheiß anfängt, dann informiert er sich doch, wie akut die Gefahr wirklich ist. Der ist doch nicht dumm. Also so dumm ist der nicht. Es sind schon Leute wegen angeblicher Massenvernichtungswaffen in den Krieg gezogen. Ja, aber ich sag mal, ich kann jetzt genauso das Gegenargument liefern. Er hat zwar dieses große Turf nicht, weil er so nett ist, er hat aber auch dieses große Turf nicht in einem Gebiet wie Donskoy, weil er so dumm ist. Zu wem gehörten denn eigentlich die Bones? Also niemandem. Zu ja, im Übertragen. Die waren ja nicht mal eine richtig krasse kriminelle Organisation. Die waren ja alle Leute mit normalen Jobs. Aber haben sie eher an die War oder die anderen War? Achso, Yegor. Die waren eher, gehörten eher zu Yegor, waren aber auch nur so halb kriminell unterwegs. Also die waren eigentlich, die hatten alle noch normale Jobs. Und ich sag mal, die haben zwar ein bisschen Kohle eingefahren, aber das war auch eher nur so Zusatzverdienst. Also so richtig, das lief auf einer ganz anderen Ebene ab. Die waren an sich, also die Bones selber waren an sich kein Problem. Und wie gesagt, ich halte Demian nicht für so dumm eigentlich, weil ich sag mal, selbst wenn, wird er, denke ich, nicht davon ausgehen können, dass wir direkt den nächstbesten größeren Typen an den Hals springen. So blöd, für so blöd hält er uns, glaube ich, nicht. Hoffe ich zumindest für ihn. und ich sag mal, er hat viele Ressourcen und kann für uns ein Problem werden, aber ich glaube auch nicht, dass er in der jetzigen Situation Bock hat, sowas anzufangen. Für wen, also proportional gesehen, Demian, wo? Welche wo? Auch wahrscheinlich eher Igor, hm? Ja, auf jeden Fall. Also von dem wir operiert auf jeden Fall. Aber bedenkt, dass dieser denkwürdige Tag, wo er irgendwie beide Oberhäupter bei sich rumsitzen hatte und überhaupt keinen Bock drauf hatte, ja auch wer weiß, was bedeutet haben kann. Letztes Jahr. Ja, das ist klar. Also ich sag mal, Demian ist nicht ganz aus dem Spiel, aber es passt zu wenig. Ich meine... Sollte er das gemacht haben, hätte er natürlich insofern was erreicht, als dass er jetzt einen Monat gewartet hat und man sich natürlich schon so ein bisschen, spricht sich zumindest rum, dass die Falcons da jetzt nichts getan haben. Ihr habt euch ja einig auf abwarten und dann zuschlagen, wenn es was zuzuschlagen gibt. Das wird natürlich registriert. Ich werde das nicht gleich als schwach betrachtet, aber auch nicht als entschlossen. Da ist die Frage, vor wem müssen wir uns da jetzt rechtfertigen? Also,
Das kann ich dir sagen. Umso schwächer oder unentschlossener ihr als Gang zählt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich auch kleine Kids, das ist jetzt übertrieben, aber dass Leute sich trauen, mal einen Einzelnen von euch abzugreifen und auszurauben oder eure Geschäfte irgendwie zu sabotieren oder sonst irgendwas. Je mehr du dich fürchtest, umso weniger wirst du was machen. Bis zu einem gewissen Grad, wo du dich so befürchtest, dass plötzlich alle was gegen dich machen, ja. Das ist absolut richtig. Allerdings jetzt auf den nächstbesten loszurennen und der ist dann der Falsche, ist noch viel dümmer. Ich sag dir nur, was so los ist. Ich sage doch nicht, dass das irgendwie vernünftig ist, aber die Leute sind halt auch bescheuert. IC-Brecher auch wahrscheinlich eher zu Jegor, oder? Nee, die sind, Jegor ist viel zu institutionell für die. Ich weiß nicht genau, mit wem die Eis ist. Wobei Jojo könnte das wissen. Die weiß, hat eine Wissensfertigkeit, was die Beziehungen der Leute zueinander angeht. Aber ich würde jetzt erstmal die IC-Brecher sogar als verhältnismäßig unabhängig einstufen. Na, schmeiß mal diese Wissensfertigkeit, von der du hier sprichst. Genau, Gangs, Beziehungsstatus bzw. Geschäfte ist die Spezialisierung. Natürlich müsste ich dir eigentlich ob dieses Namens sofort sagen, es ist kompliziert. Kein Erfolg? Guck mal. Ah, nee, kannst du nicht. Ich hab's reinkopiert. Sag mal, ist das dein höchster Alter. Pool? Das ist nicht mein höchster Pool. Also 10 Würfel sind ja in der Runde tatsächlich was Besonderes. 1, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 4. Ich möchte bitte einen Edge ausgeben, um meinen kritischen Patzer zu einem normalen Patzer zu machen. Wie viel Edge hast du denn noch? 3. Okay. In Patzer. Das ist doch wieder so ein, das, sowas schafft wieder nur ich. Mit 10 Würfeln. Weißt du, das Schlimme ist auch noch, dass ich als Spielerin besser weiß. Das eigentlich Schlimme ist, dass wir heute mit jemandem gequatscht haben, der sagt, der Charakter könnte gut zu den IC-Brechern passen. Das heißt, ich kann die jetzt gar nicht zerstören durch dich. Ach. Doch, kannst du. Dann hat er wenigstens einen Grund, mit uns zusammenzuarbeiten. Weil du sie zerstört hast? Irgendwo muss er ja hin. Ja, ist der klägliche Rest. Das ergibt Sinn. Ist der klägliche Rest und wir haben noch was gut zu machen. Ja. Also lass mal überlegen. Okay. Nach der letzten Aktion, bei dem sich ja die IC-Brecher doch ein bisschen übernommen haben könnten, hat man ja von so gut wie nichts mehr von denen gehört. Ihr Dorf ist ja quasi verlassen. Man weiß, dass sie noch im Untergrund zerstreut Kontakt halten und bestimmt nicht weg vom Fenster sind. Das kümmert sich ja auch Kinder jetzt wirklich krass um die. Vielleicht wurden ein paar von denen festgenommen und erschossen, okay, bei der Aktion. Aber danach war es wieder vergessen. Es gab Wichtigeres, zum Beispiel die neueste Evo-Marketing-Super-Fashion-Linie. Aber in einem Zustand der völligen Desorganisation, in einem Zustand des Ressourcenmangels und in einem Zustand, in dem viele Leute, die sie angepisst haben, bestimmt nur darauf warten, sie zu zerfleischen und einzeln abzugreifen. An wen könnte man sich vertrauensvoller wenden? Die haben ja was zu bieten. Nämlich gute Hacking-Künste, vielleicht so ja ein Technomancer. Und ich meine, man kann so eine Überzeugung ja auch mal fallen lassen, wenn es plötzlich um den eigenen Arsch geht. Das ist sogar ziemlich gut, das soll schon mal vorgekommen sein. Also bestimmt können die inzwischen mit Jegor sehr gut. Keine Ahnung, am ehesten Jegor, würde ich fast sagen.
Aber ich kenne sie auch nicht besonders gut, also. Nun. Aber ich weiß nicht, was die IC-Brecher jetzt genau damit zu tun haben, also. Naja, sie haben uns Informationen gegeben. Wenn die uns Informationen geben, dass der nächstbeste Größere. Wer hat uns welche Informationen gegeben? Ach nee, das war das Kalifat. Verdammt. Das war das Kalifat, das war nicht die IC-Brecher. Ja, ich habe die falsche Frage gestellt. Zu wem gehört das Kalifat? Ach so. Na, das, wofür es wahrscheinlich dazu, wofür es bezahlt, also wer für sie bezahlt, genau weiß ich's nicht. Ich kenne den Ruf von denen jetzt auch nicht so gut. Ich wüsste nicht. Warte mal, ihr seid ja in der Brennerei jetzt schon eine ganze Weile. Das Kalifat ist ein Infobroker-Netzwerk, das tatsächlich ein bisschen, vielleicht ist es aufgefallen, darauf achtet, dass es ganz gut wegkommt vom Gelde her. Sie sind gleichzeitig ziemlich vorsichtig. Jegor war jemand, der lange Zeit sehr viele Informationen ständig brauchte und bestimmt viele Ressourcen da angeknüppert hat, um was abzubekommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit ihm auf Geschäftsbasis viel zu tun hatten. Sie sind aber auch eigentlich Leute, die sich versuchen, vielen Sachen zu verschließen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit ihm einen Pakt haben, über ihn und seine Wohnung niemals Informationen zu sammeln und rauszugeben. In so einem Dokument, wie ihr es bekommen hattet, würde dann halt drinstehen, diese Information ist nicht erhältlich. Dasselbe hat er mit dir auch abgesprochen. Zu einer Zeit, als ihr noch eine echte Macht wart. Das stimmt, aber jetzt hat er Infos rausgegeben. Das bedeutet, entweder der Pakt ist weniger, oder... Das sind ja wohl keine Infos, die er gegeben hat, das ist ja unnütz. Oder die zweite Wahrscheinlichkeit ist, dass Gigors War da besser wegkommt, als sie tatsächlich... Ne? Ich meine, was hättest du denn gesagt, wenn er ihn jetzt nicht benannt hätte? Schiebung! Aber das kann natürlich sein, dass sie da tatsächlich besser, jetzt gerade besser wegkommen oder da einfach Informationen ausgespart worden sind. Das ist möglich. Auf der anderen Seite haben sie natürlich den Ruf, gründlich und unparteiisch zu sein. Aber der eigene Arsch, wie ihr sagt, das ist ja immer so eine Sache. Man weiß ja auch nicht, wie aggressiv jetzt Jegor auf die Leute Josehen würde, die er als Leute betrachtet, die ihm Unrecht taten. Oder wie Florina drauf... Also, bei Florina weiß man's. Da weiß man's ziemlich genau. Na, sagen wir es mal so, wenn die in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich mehr mit Jegor zu tun hatten oder sogar vielleicht viel mit dem zu tun hatten oder die irgendwie auf einer lockeren Geschäftsbasis miteinander waren, dann haben die gerade jetzt, wo die Lage sowieso angespannt ist und die Leute anfangen auszusortieren, eher ein Interesse daran, diese Quelle oder diese Seite zu schützen, beziehungsweise damit auch ihren eigenen Arsch zu schützen und lassen ihn dann jetzt besser wegkommen. Ich meine, die Tatsache, dass sie da also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit für Jegors War größer war, an die Viecher ranzukommen und diese ganzen Sachen zu organisieren, da ist, das wussten wir ja auch schon, das konnten wir uns denken. Jo. Es wäre natürlich jetzt recht interessant zu wissen, mit wem, also wie da diese komische Konzerne, bei denen das möglicherweise gelaufen ist, drin stand. Das könnte man jetzt auch aus diesem Dokument erfragen. Allerdings fürchte ich, dass diese Information dann auch da recht undeutlich sein wird oder vielleicht etwas beschönigt ist. Vielleicht steht's ja drin. Was genau war jetzt die Frage? Dieser Konzern, der in Odessa eigentlich, über den dieser ganze Verkauf geregelt werden sollte und wo... Ah nee, das könnten auch, das war die Hackerin. Scheiße, nee, hat sich erledigt. Du sagst also, du kitzelst den Fuß, um mehr über Outstanding Clothing zu erfahren. Nee, ich sag ja, es hat sich erledigt. Das war vermutlich nicht die Hackerin, ne? Also, Outstanding Clothing ist eine fucking Horizon-Tochter. War das Outstanding Clothing, Fußkitzeln kostenpflichtig? Nein. Siehst du, kitzel doch mal. Ja, sag ich ja. übrigens, natürlich lacht der kleine Muck, hält sich seinen dicken Bauch und pustet dann die Information aus. Also, ist eine Horizon-Tochter. Ist eine Horizon-Tochter, die, ich sag jetzt nicht Hipster-Klamotten,
aber sie bedienen hauptsächlich einen alternativen Kleidungsstil. Die es weltweit nicht unbedingt gibt, aber schon sehr häufig. Es ist eins der großen drei Textilproduzenten, die Horizon so hat. Die gibt's auch in Moskau. Aber da ein bisschen kleiner als in Odessa. Und dort, die Matrix-Sicherheit ist schon ansprechend. Ansprechend in dem Maße, dass man von dem, was ihr von Fresh wisst, von dem, was sie kann, dass sie sich da schon richtig hätte anstrengen müssen. Und mal einen guten Tag gehabt haben muss, um da was zu machen und vor allem nachhaltig danach noch irgendwelche Protokolle zu verändern. Das ist nicht ganz einfach. Zu risikoreich für den Preis, den wir jetzt bezahlt haben. Sagst du. Vermutlich zu risikoreich für das, was man ihr bezahlen würde, um das zu tun, was sie so tut. Was ich damit sagen will, der Kauf und die Beschaffung der Tiere muss vom Johnson geregelt worden sein, ohne dass die drei Runner was damit zu tun hatten. Die schafft das vermutlich nicht. Das ist ja auch mit Auflagen verbunden, das ist immer noch ein Sicherheitskonzern, das ist staatenübergreifender Verkauf von gefährlichen Krittern, die gerade vom Konzerngerichtshof ob ihrer Dings offenbar verhandelt werden, ob ihrer Existenzberechtigung und ob ihres Einsatzes. Das kann die nicht. Okay. Dann ist fraglich, wer da seine Finger mit im Spiel hat, um das organisiert haben zu können. Ich glaube nicht, dass Horizon das damit was zu tun hat. Also, du drückst also dem Arm, um mehr über die Kundenberaterin Ludmilla Smelkalov zu erfahren, die dann das Ding abgewickelt hat. Hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Also nichts Großes. Die missbilligt den Einsatz sämtlicher magischer Verteidigungsanlagen massiv und ist auch in so einem Verein zur Schützung Mundaner, zum Schutze Mundaner vor Parakrittern und so einem Shit. Und scheint nicht wie jemand. Und sie hat sich auch in letzter Zeit nichts Großes gekauft. Also ihr habt ja auch von ihr ziemlich viel an Infos. Sie gibt ja alles raus. Sie arbeitet bei Horizon, Mann. Ihr kennt ihr Leben. Sie hat nicht plötzlich irgendwie mal ein Haus in der Karibik bekommen oder sonst irgendwas, die Eiles. Und man sagen könnte, aha, die steckt doch mit drin, die Foot. Aber es würde ihrem Verein zuträglich sein, wenn diese bösen Parakritzer in einer Straftat verwickelt gewesen wären. Es würde ihrem Verein aber nicht zuträglich sein, wenn dieser doch sehr lokale Verein feststellt, dass in Moskau, weißt du, wo Odessa ist? Ist weit weg. Ja. Aber das Internet und die Matrix sind ja groß, da kann man nicht so sagen, aber in Moskau war aber ich auch. Sag mal, beim Vereinstreffen kommt es immer cooler, wenn du von deiner Nachbarschaft berichtest. Aber, das ist richtig. Was mich gerade, also der Verkauf, es sollte angeblich nach dort verkauft werden, richtig? Ganz recht, ein offizieller Kauf. Ach scheiße, das ist ja die Kundenberaterin von Petrovsky gewesen. Nee, das war jetzt die, das habe ich jetzt geändert. Das war also offensichtlich eine Tante, die den Kauf abgewickelt hat auf der Seite von fucking Outstanding Clothing. Habe ich vorhin falsch gesagt. Okay, aber Outstanding Clothing ist eigentlich kein Verein, wo es Sinn machen würde, dass er solche Viecher holt. Vor allen Dingen auf der Anlage. Ihr habt ein paar Pläne der Anlage, also nicht Pläne, aber ihr habt ein paar Luftaufnahmen der Anlage und so. Auf dem Gelände ergibt es relativ wenig Sinn und ist auch zu viel irgendwie. So, da sind halt viele Fahrzeug, viel Verkehr halt von den Scheiß abholt. Die Viecher, die sind ja zu dumm, die lassen sich ja einfach überfahren. Pass auf, ehe wir da jetzt rumdiskutieren. Ich diskutiere nicht. Nein, nicht diskutieren, das meine ich nicht, aber diese Organisation solcher Sicherheitssachen und das Kaufen und wie man da jetzt was so aussehen lassen kann, als wäre und so weiter und so fort, das fällt ja tatsächlich in einen Bereich, den der Schwede immer mit Bravour abgedeckt hat oder den du zumindest immer angepriesen hast, dass er das beherrscht. Jo, ich sag mal so, ich kann dir gerne eine genaue Abbildung über fragwürdige Transferleistungen bei Outstanding Clothing geben, die in Zusammenhang mit dem Erwerb des non-letalen Verteidigungssystems Chinchilla stehen. 800 Nuyen. Damit zahle ich dir jetzt halt, wenn hoffentlich lohnt sich das. Nice.
Okay, hast du. Ist jetzt, also ich sag mal, ist über Verschiedenes gelaufen. Hä? Du wirst da nicht ganz durchsehen. Okay. Dann werde ich ihn da wohl trotzdem nochmal mit konfrontieren, weil ich jetzt wissen will, ob es Hinweise darauf gibt, wer was damit zu tun haben könnte. Und ob vielleicht die Vori was damit zu tun hat und wenn ja, welche. Und oder ob das jemand anders oder was dafür notwendig ist. Okay. Übrigens, natürlich hat das Kalifat hier da eine Erklärung und Beschreibung mitgeliefert. Allerdings lautet das endgültige Fazit inkonklusiv. Ja, ich weiß aber, wie gesagt, wenn sie jemanden schützen wollen, dann, ne? Ihr Dolexen ist dem Schweden vor. Der Schwede hat nur zwei Vogel. Ach, wozu ist der eigentlich gut? Jo, hallo. Babys machen. Damit er den ganzen Tag mit dem Kind Schwedisch lernen, reden kann. Ich hoffe, der wird dafür in der Gang geschlagen, wenn er das tut. Das hatte er durch, aber er wird nie anders mit diesem Kind reden als Schwedisch. Das Kind wird zweisprachig erschrocken. Falls er mal abhauen muss mit dem, wisst ihr wie. So. Was? Also, das wäre mal ein schöner Twist. Auf jeden Fall, ich sag mal so, er wird erstmal anmerken, es ist kompliziert. Dann wird er Frau Ludmilla Smelkalov freisprechen. Ebenso wie Leute, die über ihr stehen. Aber es gibt, ich sag mal, komische Sachen auf der Seite von Petrovsky. Zwei Erfolge. Ja, aber da gehört ja eigentlich noch was dazu. Nach einigen ausgedehnteren Recherchen wird er zu der Konklusion kommen, dass einer der Typ, der wo irgendwie damit in Zahlungsbedingungen und die Konzerne machen das ja alles auch komplizierter wegen Steuern und so ein Shit. Dass eine der Personen die Aufsicht hatte, das Geld ordentlich umzuschleusen, bis es unkenntlich war. Ich sag mal, der musste jetzt ersetzt werden, weil er sich leider umgebracht hat. Ich wollte schon sagen, ist das einer der Namen, die wir uns damals aufgeschrieben, die ich mir gemerkt hatte? Wir hatten uns ja die ganzen Namen irgendwie, ich hatte einen sensationellen Wurf. Den ich mit einem Erfolg unterstützt habe. Den du mit einem Erfolg unterstützt hast, genau. Ich möchte dich gerne unterbrechen. Alle Namen, die du dir gemerkt hast, waren natürlich von der Aztec-Liste. Die hatte ja nie einen Blick auf die Evo- und Horizon-Liste, ne? Doch, da waren aber auch die Namen. Nein, er hatte nur Aztec. Nein. Nein, es stand da, Ähnliches wird wohl auch bei Evo. Ach nee, stimmt, das war ja die geklaut, die hatte nie einen Blick auf die Aztec-Liste. So rum war es. Wir hatten keinen Blick auf die Aztec-Liste, aber auf die Horizon an Evo verkauft hat. Ach so, na, alle, die sich umgebracht haben, sind auch auf dieser Liste gewesen. Du hattest einen übel geilen Wurf. Und der Typ auch. Allerdings waren bei dem mehrere kleine Fragezeichen hinterm Namen. Und eine Art Strichcode. Ja, Strichcode ist gut. Okay. Der wohl dann irgendwie auf eine andere Datenbank verweist, zu denen er natürlich nie Zugriff hatte. Zu denen auch Aztec vermutlich keinen Zugriff hat. Wo wird so eine Art Strichcode denn verwendet? Oder wie wird so eine Art Strichcode verwendet? Na, du hast ein Dokument, dann hast du da einen Strichcode, dann hast du da nochmal ein Programm, was diesen Strichcode ausliest. Wenn du dieses Programm besitzt, bist du anscheinend schon jemand, der es geschafft hat im Leben. Und dann wirst du auf eine andere, vermutlich gesicherte, vielleicht sogar noch physisch kontaktierbare Datenbank umgeleitet. Das heißt, du musst den Stick oder deinen Comlink dann da quasi reinstopfen und dann werden dir da Zusatzinformationen gewährt, sodass man, wenn jemand wie Aztec zum Beispiel von Horizon oder Evo so eine Liste klaut, dass sie nicht gleich alles haben, weißt du wie? Das macht man offenbar nur bei Infos, die dann doch ein bisschen Relevanz besitzen. Okay, aber das bedeutet nur, dass irgendwas mit dem Typen noch speziell ist. Dass es zudem Zusatzinformationen gab. Ein paar Zusatzinfos waren ja da auch angefügt. Das gibt ja doch anders. Die waren nicht angefügt, es war tatsächlich nur eine Liste. Aber du hattest mehrere Datenbanken, markiert mit unterschiedlichen Arten von Codes und Strichcodes. So. Von dem, was ersichtlich war, war das was, wo es tatsächlich eine wichtigere Datenbank mit vielleicht mehr Zusatzinfos waren. Und nicht bloß
Der hat übrigens blaue Augen und mag Babykaninchen. Okay, das heißt, bei dem wäre es sogar durchaus möglich gewesen, dass er entweder nur in Verbindung stand mit Doppelpunkt oder irgendwie in der Vergangenheit mal was hatte mit Doppelpunkt oder irgendwie sowas in der Art. Also zumindest, keine Ahnung. Also irgendwas Vergleichbares haben wir in diesem Dokument dann aber nicht gesehen, oder? Dass wir das irgendwie mal... Doch. Um welche Art von Info, einfach nur um welche Art von Info es sich handeln könnte. Naja, das wird daraus nicht ersichtlich, weil du zu wenig Infos über die Person selbst hast. Es könnte aber auch genauso gut heißen, er ist tiefer drin als alles andere. Ihr wisst nicht, welche Datenbanken das sind. Ja, aber diese Fragezeichen irritieren dann. Das stimmt nämlich. Also dann glaube ich tatsächlich eher, dass er in Verbindung stand mit oder irgendwie sowas. Oder dass es da nur Vermutungen gibt, dass er da irgendwie... Dass es da eine Zusammenarbeit gab, man sich aber nicht hundertprozentig sicher ist, man sich aber sicher genug war, um den Typen vorsichtshalber zu ersetzen. Besprichst du sowas auch mit dem Schwaden? Ja. Gut, Fragezeichen, zumindest, warte mal, der war bei Neonet, ne? Ja. Na gut, zumindest bei Neonet war das allgemein sowas wie, dass da auf jeden Fall noch Laufendes zu ermitteln ist und Zusatzinformationen erhoben werden müssen. Ah. Eigentlich hätte es keinen Sinn, dass Evo und Neonet dasselbe haben. Na, scheiß drauf. Ah, na gut. Doch, denn durch die Matrix ist Ikonografie international geworden. Ha, get fucked. Total. Wichtigste Spielleiterkompetenz, rausreden. Cutie. Na gut. Dann werden diese Informationen jetzt mal gesammelt. Und in komprimierter, vereinfachter Form dem Boss nochmal vorgetragen. Waren da noch irgendwelche Zugangssachen, die wir eigentlich nicht die wir uns noch nicht angehört haben? Weiß ich nicht. War da noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht, oder? Ich guck schnell durch. Also wir gucken uns jetzt die Zusatzinfos auch noch an. Die kostenlosen. Ja. Ja. Die Krankenakten, ja. Es scheint plausibel, ne? Dass die Route wurde damit ja nur rekonstruiert. Es scheint plausibel. Überfliegen. Tathergang scheint plausibel, ist ja auch nicht viel dazu. Die waren bewusstlos, sie sind rein und haben die weggeballert. Boom. Ja. Was eine Reihenfolge, großartig. Ilda und Marisha, wenn ihr Infos dazu haben wollt, könnte ich euch was dazu erzählen, aber es ist halt fraglich. Ist jetzt erstmal nicht. Wir werden uns die Infos holen, sie sind aber jetzt nicht wichtig. Gut. Das sind auch zwei Typen, die ein bisschen mehr zu sagen haben. Die hatten was mit hier Brut zu tun. Brut hat Brut. Unter ihnen gedient. Genau. Unter Marisha, unter der Frau auch noch. Oha. Aber die sind hier in wie heißt es gleich? Bradievo, also interessieren euch nicht gerade so krass. Nee, ansonsten war nichts. Okay. So, du trägst deinen Bruder vor Ort. Ja. Das ist mir alles viel zu hoch. Ich hab das dir übertragen, das heißt, du überlegst dir, ob es irgendwo noch Sinn hat, irgendwas weiterzumachen oder nicht. Um zu einem festeren Schluss zu kommen. Und sagst mir dann Bescheid. Das geht über mein Ding hinaus, hab ich keinen Bock. Ist ja okay. Aber ich glaube, jetzt einen direkten Schuldigen zu finden, ist schwierig. Die drei Typen, die irgendwie quasi den Job erledigt haben, ist fraglich, ob die überhaupt wissen, für wen die gearbeitet haben. Möglich, aber sie wissen es wahrscheinlich nicht. Aber hier, das letzte, was das vorletzte, was du da gesagt hast, das klang da eigentlich logisch, dass Florina mich nur aufbringen will gegen den Ego. Wäre möglich, aber es ist nicht ihr Stil. Und ich glaube tatsächlich, dass diese andersrum.
in Verbindung mit den Informationen, die ich von meinem Kontakt bekommen habe, ergibt tatsächlich die andere Variante mehr Sinn, weil Florina keine Leute in den Konzernen sitzen hat. Und da schon vermutlich über Evo bzw. die Evo-Tochter was gelaufen ist, um diese ganze Sache so überhaupt möglich zu machen. Und ich glaube nicht, dass Florina die Mega-Kontakte in diese Richtung hat. Du entscheidest, wann das Ding abgeschlossen ist, aber nicht. Okay. Und dann kannst du die Leute in der Kapelle rufen, wenn es soweit ist. Gut. Ach so. Wir haben noch die Möglichkeit, mit den Typen, die das, die den Job gemacht haben, selbst zu sprechen. Es ist fraglich, ob sie uns was geben werden. Es ist aber möglich, dass sie gegebenenfalls jemanden informieren. Ich weiß es aber nicht. Nee, das ist nicht gut. Erstens sind das nur irgendwelche Spackos, die am Ende einen Abzug gedrückt haben, und zweitens wirbelt das nur Staub auf. Und außerdem, wenn wir mit ihnen reden, müssen wir sie eigentlich am Ende auch schlachten. Ja, ich weiß. Und deswegen reden wir nicht mit ihnen in dem Zusammenhang. Okay. Schleich die. Sie geht. Okay, die geht dann irgendwann nochmal zu Kabern. Also das Gespräch mit Thrash fällt aus. Okay. Offiziell wissen wir das nicht. Okay. Verstehe. Die Frage ist, ob man da noch irgendwie anders an Infos kommen kann. Ganz zufrieden bin ich eigentlich noch nicht mit der Sache. Ich will eigentlich wissen, wer dafür wirklich verantwortlich ist. Dito. Allerdings ist es sehr fraglich, wie wir noch an Infos kommen. Wenn wir die Leute, die damit zu tun hatten, nicht fragen können, ob die jemanden kannten, ist es halt schwierig, da hast du recht. Machen wir es mal andersrum. Wer profitiert denn davon am meisten? Wer hat in letzter Zeit... Das weiß ich eben nicht, weil die Hintergründe mir nicht klar sind. Das ist halt... Ich sag's mal so, Florina hätte natürlich am ehesten mal was davon, weil halt auf kurze Sicht hin, ja okay, die Bones sind weg, das sind potenzielle, ist eine potenzielle Unterstützung für eine Seite, die ihr nicht passt, beziehungsweise für uns, also eine Seite, die ihr nicht passt. Allerdings wäre das so offensichtlich gewesen, dass, was heißt offensichtlich, aber das, Florina war das Erste, worauf man tippt. Oder wäre das Erste gewesen, worauf man tippt. Entweder Florina oder Romanes. Also entweder sie hielt uns für so dämlich, dass wir sofort auf das Erstbeste draufspringen, was sich anbietet. Und ich sag mal so, dass wir diese Viecher in Verbindung mit Romanes oder mit der Human Nation kennen, das konnte die nicht wissen. Höchstwahrscheinlich.
Richtig, also ist das nächstgrößere offensichtliche Ziel eigentlich Yegor, weil er die Kontakte hat. Yegor hat die Kontakte, ja. Und ich glaube, der sitzt sogar oder saß zumindest auch hier in Petrovsky Security drin. Glaube ich. Der Typ, den die da rausgezogen haben, ist, ich meine, ich kenne leider auch überhaupt niemanden von Evo. Und leider auch echt niemanden, der mir da jetzt noch genauere Informationen beschaffen könnte. Demian ist doch jemand, der die Menschen zusammenbringt. Ja, stimmt. Ich guck mal, was noch so gibt. Also in der Brennerei habe ich jetzt leider keinen gesehen, den ihr kennt oder den ihr nicht kennt. Oh, warte mal, da gibt's ja noch was. Nee. Nee. Oh. Höchstens Agathe selbst. Macht sich in letzter Zeit ziemlich rar. Elvis könnte jemanden kennen. Elvis ist Teil eines kleinen Runner-Teams namens Seek and Employ. Ich denke, der Name sagt alles. Und hat wohl auch von eine medizinische Ausbildung genossen. In welchem Maße auch immer. Vermutlich keine Arztausbildung. Aber wird wohl Kontakte im medizinischen Bereich haben müssen und Evos Hauptding ist alles, was mit Medizin zu tun hat. So, genau. Da muss ich jetzt aber mal wissen, wir wussten, dass diese ganzen Geschäfte da abgewickelt worden sind über diesen einen Typen, der jetzt aber weg ist. Nicht alle, aber er, bei ihm gab es dann Unstimmigkeiten im Zahlungsverkehr, die über die normalen Unstimmigkeiten hinausgehen. Okay, na, ich sag mal so, wenn wir die ganzen Fäden dieses einen Jobs oder dieser einen Sache jetzt verfolgen, quasi, und hat sich ja jetzt rausgestellt, okay, diese Horizon-Tochter-Bekleidungsgedönse hat eigentlich, auf deren Seite ist nichts schiefgelaufen, sondern bei Petrovsky. Und Ungereimtheiten treten erstmalig bei dem Typen auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der da seine Finger mit im Spiel hat, ist hoch. Ja, wobei natürlich bei Horizon was schiefgelaufen sein muss. Zumindest muss jemand einen Auftrag gefälscht haben und sie streiten jetzt auch ab, dass es den gab. Die Frau dort hatte nichts damit zu tun, aber dass ihr Name irgendwo eingesetzt wurde und ein Vertrag bei ihnen aufgesetzt wurde, der am Ende dann noch gelöscht wurde und die jetzt sagen, das gab's nicht, haben wir, das passt doch gar nicht zu uns, das ist schon schiefgelaufen. Aber sie machen nichts weiter als ihr eigenes Versagen zu vertuschen. Okay. Aber ich hab grad gesagt, dass Horizon versagt hat. Horizon hat nicht versagt. Und was vertuscht? Das ist eine Kampagne von Horizon, um sich ein bisschen menschlicher darstellen zu lassen. Nee, falsch rum. Das ist einfach nur ein abgekartetes Spiel von Evo, um Horizon schlecht dastehen zu lassen. Oder so. Die machst du alle kaputt. Okay. Beauty. So, das heißt, der könnte uns vielleicht dann Hintergründe liefern. Vielleicht. Wobei natürlich ich sagen muss, ne, wenn ihr jetzt bei Evo irgendwas erfragen wollt, müsstet ihr euch natürlich in Kreise reinbewegen, die schon eher... Du meinst, es könnte ein Dunstkreis sein, der für uns eher gefährlich ist? Ich sag mal... Kann schon sein, dass der Action Business Cloth da nicht reicht. Sollte Elvis mit so jemanden in Kontakt kriegen. Weil sonst weiß ich nicht genau, wie du... Na gut, der Typ hat Leute unter sich, die was wissen könnten. Aber es wäre dann halt schon in der Konzernebene, die etwas gehobener wäre. Ja, vor allen Dingen ist da noch die Frage, was könnten wir dem für einen Anreiz bieten, da das Maul aufzumachen? Das ist halt noch das Nächste.
Außer einer Menge Kohle. Und ich glaube, die Menge Kohle, die wir ihm dann bieten können für diese Information oder die er haben will für diese Info, ist schon echt beträchtlich. Na gut, wenn der über ihm stehende Jans zufällig jetzt sich selbst tötete, wird natürlich ein Platz frei, den man befüllen könnte. Hä? Ach so, das wäre ihm bestimmt mehr wert. Ja, ja. Nein, der ist ja schon tot. Das wäre ihm bestimmt mehr wert als Geld. Als das Geld, was ihr ihm bieten könnt. Ach so, du meinst, er gibt uns die Info, um dann hinterher den Job zu kriegen. Ich meine, wenn er euch die Info gibt, wird er dadurch nicht später den Job bekommen, aber das kann ja in Zusammenhang stehen. Naja gut, aber das wäre eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Naja, oder doch? Du meinst, wenn wir die Info rausgeben? Nee, er gibt euch die Info und vielleicht müsst ihr ihm einen kleinen Gefallen tun, damit er sich ein bisschen hochschlafen kann. Mhm. Naja. Naja gut, versuchen wir es. Könnte man drüber nachdenken, genau. Ich sag mal, wie in welchem Maße dieser Gefallen ausfällt, das kann man sich dann ja überlegen. Richtig, also das finde ich eigentlich eine gute Idee. Machen wir, versuchen es auf jeden Fall. Mhm. Ich guck mal, dass ich Elvis erreicht kriege. Ja, wenn du in der Brennerei mal kurz einen Barkeeper anrufst und fragst, ist der gerade da? Elvis hat ja zum Beispiel kein Alkoholproblem. Aber ich sag mal, es sind stark kabbalistische Ansätze. Okay. Das heißt, ich muss mich beeilen, solange er noch reden kann. Naja, ich sag mal so. Er ist schon ausreichend gut dabei, dass er noch lange reden kann, auch wenn er viel getrunken hat. Und auch noch dann relativ lange klar denken kann. Alles klar. Eine gewisse Toleranz ist zu beobachten. Du meinst also, das erste Bier vorm Aufstehen ist wie für andere der Kaffee einfach nur, damit der Tag gut starten kann? Du musst quasi noch ein bisschen länger warten, damit der angeduselt ist. Dann redet er vielleicht günstiger. Man sagt ihm auch eine gewisse Neigung zu einem Rockstar-Leben nach. Also ich meine, das kann schon alles sein, dass er dann ein bisschen, wenn er auftaut, wenn er was getrunken hat. Naja. Wird ein teurer Abend werden, würde ich sagen. Na das, dann. Das ist übrigens Bild, ne? Dann ab in die Groupie-Klamotten, würde ich sagen, und hin. Super. Achso, Kamera kommt ja mit, ne? Ja, sicher. Ja. Sehr gut, das habe ich gehofft. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. So, meine kleinen Schweinsöhrchen. Ich habe in der Folge das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen Misstrauen gegen Demian wecken muss, weil das Gedankengänge sind, die die Spielercharaktere eigentlich haben könnten, was ich für sehr realistisch halte, die Spieler aber auf jeden Fall nicht haben, weil Demian ja zum Beispiel eine Persönlichkeit hat, ne? Das heißt, den mag man viel lieber. Als jetzt zum Beispiel Jeko und Florina, die sind ja quasi nicht greifbar. Das heißt, das Vertrauen gegenüber ihm wird etwas größer sein. Jedenfalls glaube ich, dass das der Grund ist, warum Jojo völlig... Das muss die wahre Schuld. Ne?
Natürlich ist da die Gefahr, dass sie gerade deswegen denken, wenn ich irgendwas labere, dass Demian es nicht war. Aber ich versuchte ja zu erziehen, dass, oder ihnen klarzumachen, dass viele Sachen, die ich erwähne oder tue, nicht zu irgendeinem imaginären Plot gehören, sondern einfach Dinge passieren. Dass viele Dinge nichts mit irgendwas zu tun haben, aber sie passieren halt einfach. Leider, man kriegt das ja nicht ganz raus, leider irgendwie aus einer Spielgruppe, keine Ahnung. Auch das Gefühl, einem Plot hinterherrennen zu wollen, zu müssen. Oder nicht dann zu denken, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat der Spieler doch jetzt irgendwie verkackt. Hat er ja auch manchmal. Aber ich versuche immer, das so zu halten, dass ich dann halt, das ist halt nicht so schlimm, wenn ich mal verkackt habe. Dann mache ich halt irgendeinen Müll, ist mir eh Wurst. Bloß das man kriegt es halt extrem schwer raus, dass man irgendwie auch, ich kenne das auch als Spiel, das Gefühl kriegt, ich mach das mal lieber, dann geht's voran, was aber eigentlich scheiße ist. Na? So. Ich hätte heute, da war doch irgendeine Probe, ne? Was war genau, irgendwie Gangbeziehung oder so ein Shit? Na egal. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen jetzt gegen die IC-Brecher Stimmung machen, wegen dieses kritischen Patzers oder dieses Patzers. Konnte ich aber leider nicht. Wegen der Zukunft. Aber ich hätte gerne. Das wäre so schön gewesen. Naja, irgendwann mal. Oder auch nicht. Und dann hier, es gab noch einen kleinen Irrtum, das ist auf der Aufnahme falsch, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich kann es auch gar nicht anders irgendwie. Ganz komisch. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass das Horizon versagt hat? Das ist ganz, da ist die Audiospur irgendwie an der Stelle, hat sich gespiegelt und dann da verkapsuliert und dann, also da waren Nullen und Einsen, die da überhaupt nicht hin. Und mein Mikrofon hatte einen Säderfilter drüber. Und mehr. Also das war ein kleiner Irrtum. Ich habe da schon mit Gary geredet, der sieht das auch ganz locker. Ne? Also nur, dass du dich nicht wunderst. Denn sowas würde nie aus meinem Mund kommen. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mice mit Cheese Mice on Peace Garage. Das Videobild ist von Evo Chimel. Das Videobild ist von Evil Chibi mit dem Titel Dummste aller Rechte aus Scheißen auf Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mills Bros.